Whisky über ein Whisky und kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Midweek hump, come out to the French Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward. Home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. And the pyramid of mind.
der Stadt. Ich muss jetzt gehen. Ja. Okay. Lincoln. Nur weil Barbieri tot ist, bedeutet das nicht, dass wir dieses Viertel jetzt unter Kontrolle haben. Ich schätze, seine Männer hängen noch da rum. Du solltest sie vielleicht besser vertreiben. Manchmal kommt er nachts sternhagelvoll nach Hause und kippt bewusstlos um. Ach, unsere Fuselfans aus dem Bayou wollen Nachschub, also fahr runter und hol welchen. Aber nicht viele wedeln mit der Bibel rum, als wäre sie ihr höchstpersönlicher Wahrheitslieferant. Als hätte man ein Sonderrecht, andere zu beurteilen, wenn man ein paar Zeilen aus irgendeinem Buch auswendig lernt. Lachhaft. Whisky. Überall Whisky. Und keinen Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Take my hand.
ich spinne? Ein Eichhörnchen war das nicht. Ha? Er ist noch hier. Wen haben wir denn da? Das Jagen liegt uns im Blut. Scheiße, los, rüber in seinen toten Winkel! Scheiße, ich muss nachladen! Wo zum Geier ist er hin? Versuchen wir es mal hier. Remy Duvall, y'all. Right here every day on your radio dial. Needed some. On WBYU 620. Thank you.
Tröpfchen ab und zu. Dieser heutigen sogenannten Sänger, der es damit aufnehmen kann. Nur ein. Das kannst du nicht. Hey. Ich gehe hier nur deswegen lang, dann warte ich wieder mal in der Werkstatt. Perfektes Timing. Ich wollte gerade Mittagessen. Wie ist es gelaufen? Schnelle Autos und Schwarzgebrannter. Muss man doch mögen, oder? Angeblich werden irgendwelche Arschlöcher versuchen, dich abzuknallen. Also pass auf dich auf. Ja, Ma'am. Rat mal, wen ich gestern aus dem Markt kommen sehe. Danny McGill. Ohne Scheiß, Danny McGill? Den Namen habe ich ja seit Jahren nicht mehr gehört. Der Arsch ist verheiratet. 4 Kinder. Die älteste, Rachel, ist 6. Alter, könntest du dir das jetzt vorstellen? 4 Kinder? Nur wenn es irgendwie Geld dafür gäbe. Jedes Mal, wenn ich solche Leute treffe, werde ich gefragt, wann ich solide werde. Wann ich eine Familie gründe. Ich fühle mich dann immer wie eine Außenseiterin. Als würde ich irgendwas falsch machen. Na, du machst nichts falsch. Schau mich doch an. Kannte meine Eltern nicht, hab keinen Schimmer, wer ich bin oder wo ich herkomme. Aber als Rädchen im System war ich gerade gut genug. Wichtig war, Leute zu treffen, denen die Scheiße auch am Arsch vorbeigeht. So wie wenn wir beide abhängen und über Gott und die Welt reden. Einfach cool. Also ich bin cool. Du hingegen, du bist ein ziemlich großer, beschissener Dödel. Ein Dödel? Wie alt bist du, 12? 12? Scheiße, das waren noch Zeiten. Ich konnte mich abends volldröhnen und am nächsten Tag in Mathe glänzen. Hör mal, Lincoln. Da ist... Schon gut. Das kann warten. Hey, mach dir keinen Kopf, was Danny McGill denkt. Scheiß auf ihn. Genau. Das Knieficken. Pass auf dich auf. Danny hat sich für einen Rennfahrer gehalten. Und er war auch verdammt gut. Aber diese Fahrten hat er gehasst. Fand sie stinklangweilig. Und so hat er Rennen zwischen den Abhol- und Lieferstellen veranstaltet. Der Idiot musste immer alles schwieriger machen, als es war. Eben ein typischer Ire. Scheiße. Egal. Wenn du das Rennen gewinnst, kriegst du extra Kohle und lieferst nebenbei noch den Schnaps ab. Ich weiß nicht, ob der Teufel selbst ein schlimmerer Vater gewesen wäre als meiner. Aber ich konnte ihn nicht verlassen. Ist das krank oder was? Nach allem, was er getan hat. Und nicht getan hat. Ich fühle mich dem Penner trotzdem noch verbunden. Alle wollen unseren Schwarzgebrannten. Dem scheiß Schlachter war die Qualität egal. Aber bei uns läuft das anders. Und das merken die Leute. Also schaff mehr ran. So ein Idiot aus Ohio hat mich nach dem Mindestalter für Alkoholkonsum hier in New Bordeaux gefragt. Aber bis ich fertig war mit Lachen, war er schon weg. Hast du hier irgendwo einen Zeitungsplatz gesehen? Ich brauche die Rente. Thank you.
Whisky. Überall Whisky. Und kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Kurzmeldung. In Greenwood, Mississippi, erließ Richter Bissell ein Unterlassungsurteil gegen den Boykott von Geschäften weißer Eigentümer durch farbige Einwohner. Appreciate one too. Sure she can, as long as she gets my dinner on the table and brings me an icy cold one. There's only one thing a woman loves more than serving an ice cold Stoltz to her man. And what would that be, darling? Enjoying one with him. Stoltz Premium Beer. Made for men who like women who like beer. Stoltz, it's in the water. It's in the water. Stoltz. It's in the world. Hemorrhoids. They itch. Swell. Burn. Uncomfortable. Embarrassing. Painful. What product do 4 out of 5 proctologists recommend to cool, soothe, and reduce the swelling of painful hemorrhoidal tissues? Harms Hemorrhoidal Suppository.
läuft doch irgendwas Schräges. Ich sehe nach, was hier verdammt noch mal los ist. Er atmet nicht. Glaubst du wirklich, der Mistkerl, der unsere Jungs in dem anderen Lagerhaus getötet hat, kommt zurück? Vielleicht, aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Sir McCanno und seinem wahnsinnigen Sohn. Oh, also gut. Wir holen uns dieses Zeug. Bestechen ihn. Victor Bongo, scheiß auf Makar. Und wenn das nicht klappt, machen wir ihn fertig, bevor er versucht, uns fertig zu machen. Ja, was immer du sagst, du harter Bursche. Hä? Wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Ist das eine... Wo ist er hin? Verdammt! Oh, oh! Was haben wir denn da für ein Arschloch? Heiliges Kanu... Ich rette lieber meinen Arsch! Ich schick dich in das gelobte Land, Arschloch! Lebens davonlaufen. Irgendwann zeigst du dich.
Ich bin in Point Verdun und brauche einen neuen Wagen. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Fuel dragsters, top fuel funny cars, factory hot rods. Get your tickets now and see Crash-O-Rama. Demolition Derby to the dead. It's the wildest show on wheels. Fun for the... Da drüben, macht ihn platt! Ob der wirklich hier ist? Da ist unser Mann. Wusste ich's doch, dass er hier irgendwo steckt. Ja, hier, hier drüben! Jetzt hab ich dich verstanden!
Wenn du was auf dem... Ich wünschte, ich wüsste, was ich sagen soll, um dich von diesem Pfad abzubringen, mein Sohn. So wahr mir Gott helfe. Das wünschte ich. Sie müssen doch wissen, dass wir ihnen ihren eigenen Kram wieder verkaufen. Muss ein tierischer Laster sein. Das hört sich nicht gut an. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Das sollte ich haben. Scheiße. Scheiße! Wer ist da? Wo kam der aus dem her? Das könnte was Schlimmes sein. Hurensohn.
also rum? Ich dachte, ich hätte dich gesehen. Okay, ich bin neugierig. Erschieß mich doch dafür. Okay, das hört sich nicht gut an. Hat er etwa eine Waffe? Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Scheiße, ist das eine Knarre? Was ist nur los in dieser Stadt? Willst du dich mit mir anlegen? Tut mir sehr leid. Verzeihen Sie, bitte. Jeder trinkt das Wasser. Haben die Polizei hier mit denen los? An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ah!
Sonst hätte er den Schlachter nicht klein gekriegt. Glaubst du, ein Weißer würde seine eigene Rasse so verraten? Den schwarzen Helm? Bör ist kein Weißer. Der ist ihre. Und ein degenerierter Säufer. Dann schaue ich halt woanders nach. Wo ist der hin? Was? Entschuldigung. Karl hat eine Knarre! Was zum Geier war das für ein Geräusch? Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Kraut, er gehört euch, Jungs! Gottverdammt, was war das? Wer zum Teufel ist das? Ach du Scheiße, ich glaube, der Junge ist hinüber.
einschleichen. Wo der wohl hin will? Du bist schon merkwürdig, Motherfucker. Schnappt ihn! Schafft diesen nutzlosen Kadaver hier weg! Okay, suchen wir woanders weiter. Versuchen wir es hier drüben. Ist da jemand? Versuchen wir es mal hier. Da! Oh. Verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden! Versuchen wir es hier drüben. Vielleicht ist er hier drüben? Schwanzlutscher! Der Mann ist geschossen worden! Lieber Gott, bitte! Hilfe! Polizei! Hilfe! Hilfe! Polizei! Hilfe! Der Bursche da eine Waffe? Entschuldigung. Was zum Henker ist da los? Da! Nee, diesen Sack scheiße um!
uns das so. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Bin gleich da. In Ordnung. Das wickeln wir heute ab. Und direkt in die Bank. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Den Satz heißt Reifen. Wie bestellt? Ich weiß das zu schätzen. Yes, but an individual serving of it has no more calories than a grapefruit. Really? Yes, ma'am. Vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Mann, oh Mann, du kommst ja schnell zur Sache. Naja, wenn's gut fürs Geschäft ist. Mein Alter pisst sich vor Begeisterung in die Hosen. Keine Einwände mehr gegen den Niggerbastard? Überrascht mich, dass er noch nicht beim Vatikan beantragt hat, dich heilig zu sprechen. Aber Gesuche von notorischen Säufern beachten die sowieso nicht. Na, so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Schau mal, deine Beziehung zu ihm in allen Ehren. Aber es gibt Dinge, die du einfach nicht kapierst. Er ist ein Wichser, ein Schwein, ein egoistisches Arschloch. Lincoln. Ich bin jetzt mit wem zusammen? Sie heißt Darlene. Wolltest du eigentlich früher erzählen? Willst du was dazu sagen? Schätze, deswegen ist Burke so mit dir umgegangen. Danny hat immer auf mich aufgepasst, aber er ist nicht mehr da. Nein, das ist er nicht. Also, was meinst du dazu? Ich habe kaum je irgendwas gehabt. Oder irgendwen. Und das bisschen, was ich hatte, hat man mir weggenommen. Also wenn's da draußen jemanden gibt, dann ist es egal, was er ist. Als ich klein war, da hielt ich meinen Vater für den verdammten lieben Gott. Scheiße. Er war alles für mich. Aber dann, eines Tages, da hat er mich so angesehen, als wüsste er's. Hat mir das Herz gebrochen. Der Erste, der mich fertig gemacht hat, war mein eigener Vater. Wenn du ihm den Rücken kehren willst, deine Sache. Verdient hat das in jedem Fall. Aber egal, wie du dich entscheidest, frag dich, ob du damit leben kannst. Hat eine Weile gedauert, aber schließlich ließ Danny mich ein paar von den Fuhren machen. Und das hier war meine absolute Lieblingsroute. Fahr los und hau sie alle weg.
Mal erwische ich mein Paar, wie er mich beobachtet. Und dann ist es wieder, als wäre ich 8 Jahre alt. Damals, als er mich noch lieb hatte. Aber dann ist alles wieder weg. Whisky. Überall Whisky. Und keinen Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tröpfchen. Dear listeners, it's Remy Duvall here with an important message. When friends and family come to town and they need accommodations, I always send them to the same wonderful place, the Royal Hotel, located conveniently in downtown New Bordeaux. Sure, it's elegant and luxurious, but hey, that's to be expected. What's more important is the warm, friendly service you find at the Royal. It's everything you want in luxury lodging and more. The Royal Hotel, where the views will literally take your breath away. Schicken Sie ein... Ja, wir brauchen die Polizei hier unten, schnell! Uns wurde eine Fahrerflucht gemeldet in Irish Point. Wenn jemand in der Nähe ist, vielleicht mal nachsehen. Zentrale Ende. Hat er ihn gesehen?
ernsthaftes Geschäft. Bobby Weir lässt nicht jeden Pisser mit rein, ist das klar? Nur erstklassige Wichser. Und sonst? Weiter nördlich, oben beim alten Grundstück von Duval. Lang gefahren, böses gedacht. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn! Scheiße, ist er das? Wo ist der hin? Was liegt an? Wartet mal kurz. Hurensohn ist weg. Stehen einem ja die Haare zu Berge. Ich mach dich fertig, Arschloch!
glaubst du? Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Pass gut drauf auf. Okay, ich wäre dann soweit. Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Proof as the men who smoke them. A man-sized break for a man-sized job. Gestern Abend wurde eine Musikgruppe der USO von Viet Cong angegriffen. Zwei Mitglieder wurden getötet und zwei weitere verwundet. Die Gruppe Brandy Perry and the Bubble Machine hatte versucht, vor Einbruch der Nacht ein Küstendorf bei Saigon zu erreichen. Bounce.
müssen sofort hier runterkommen! Achtung, eine Fahrerflucht wird gemeldet aus Frisco Field. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Schwarzer. An alle Einheiten, bitte bestätigen. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Was für ein Geräusch! Okay, suchen wir woanders weiter. Yeah.
Dann schaue ich halt woanders nach. Ich bin ein alter Mann. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich verliere nicht. Keine Munition mehr. Jetzt oder nie. Ich brauche Hilfe. Ich verkriech mich vor. Was haben wir denn hier? Hab einen entdeckt, Jungs! Ja, das geht so gerissen, wie du glaubst. Ich nagel ihn fest. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Kumpel. Scheiß diesen Hirn mit Kugeln! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Ich geh in Deckung! Er schießt den Arsch endlich! Zu spät, um abzuhauen, Junge. Aus dem Nichts. Oh.
Er ist weg. Dann war's das wohl. Schau nach, was da los ist. Wo ist er hin? Ich nicht auf. Ich schieße jetzt! Mach zum... Schnapp ihn! Er ist hier drüben! Oh. Davon gibt es noch mehr! Nächste Magazin! Gehört euch, Jungs! Ich suche mit Deckung! Du Angst? Arschloch! Die Schüsse kamen von da. Vielleicht ist er hier drüben?
Überprüft die andere Seite. Nichts. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Vielleicht ist er irgendwo hier drüben. Versuchen wir es mal hier. Die Leiche ist frisch. Ich mache hier drüben weiter.
Mach deinen beschissenen Job und finde ihn! Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll, direkt in die Bank.